Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island. Wir haben den Barmann in der letzten Folge zum Leben erweckt, wollte ich gerade sagen. Also er hat seinen Kater überwunden. Und ja, wir leiern ihn gerade so ein bisschen seine Lebensgeschichte und die Geschichte dieses Hotels so aus dem Kreuz. Und ja, es läuft halt nicht so gut. Und jetzt wollen wir ihm nochmal ein aggressives Marketing vorschlagen. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, Aufkleber... Umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen mit der Aufschrift. Meine Eltern waren auf Blood Island und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Gut, ich glaube, wir sind jetzt fast mit ihm am Ende hier. Oder ein Entertainer hier. Das könnte man auch noch vorschlagen. Vielleicht könnten Sie ein paar zusätzliche Entertainer buchen. Ich habe vor einiger Zeit einen Jongleur gebucht. Aber daraus ist nichts geworden. Ein launischer Kerl. Erzählte die ganze Zeit, wie er für seine Kunst leide und so weiter. Die Gäste hassten ihn. Sie jubelten sogar, als er während einer Feuerschluckervorführung in Flammen aufging. Klingt so ein bisschen nach Schlappy Cromwell von Flander Island. Okay. Wenn Sie sich vielleicht auf die Geschichte von Blood Island konzentrieren. Welche Geschichte? Die Insel hat eine Windmühle und einen Leuchtturm. Es gibt nicht viel zu sehen. Nee, das... Soll ich das vorschlagen? Vielleicht sollten Sie das Hotelgewerbe aufgeben. Die Meistersuppes waren immer schon im Hotelgeschäft. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den Traum am Leben zu halten, Räume buchen und Drinks mixen. Das ist rührend. Entschuldigung, Drinks rühren. Nein, ich meinte... Ach, egal. Ach, schön. Okay, wir dürfen nicht in das Gästezimmer. Und die Geschichte mit dem Grill. Gut, dann gehen wir erstmal. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Vielleicht jetzt, wo... Ach so, ich dachte, wir hätten jetzt gerade das beendet. Ein Drink nochmal. Das mit der Tante haben wir schon gehabt, mit dem Ring. Nein, wie komme ich zur Toten? Das habe ich auch schon gefragt. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Okay, zum Glück hat er Geld. Ja, das hatte ich ja beides schon. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. So, hier ist es ja wie ausgestorben. Das hatten wir gerade. Was kommt denn dann noch? Achso. Gut, mehr können wir jetzt erstmal, glaube ich, nicht von ihm erfahren. Dann gucken wir nochmal rum. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Hat's jetzt vielleicht einen Sinn, dass wir das Porträt dahin hängen? Das wird nicht passen. Warum passt das nicht? Müssen wir das noch ein bisschen zurechtschneiden? Da, ich habe das Gesicht ausgeschnitten. Ach, guck mal an. Und wenn wir jetzt nur das Teil nehmen... Das wird nicht passen. Und das Gesicht? Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Okay, wir haben jetzt einen Spiegel geklaut. Ah, den können wir vielleicht für den Leuchtturm nehmen. Das bin ich. Ja. Spiegel an der Wand, macht er das? Nein. Macht er nicht, gut. Okay, das hat ja auch schon mal gut so geklappt. Ich weiß zwar nicht, ja, vielleicht brauchen wir es echt für den Leuchtturm. So, diese Tür ist natürlich jetzt zu, aber vielleicht kommen wir da mit dem Meißel rein, oder? Sie ist verschlossen. Ja, versuchen wir es mal. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Schade, mit dem Hammer auch nicht, ne? Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Und mit dem Holzbohrer vielleicht? Ich kann das Türschloss damit nicht... Schirm haben wir noch. Der Schirm wird da wahrscheinlich auch nichts bringen. Wozu haben wir denn noch den Rest des Porträts, frage ich mich gerade. Okay. Mit der Nadel hat man das schon probiert, ich glaube, ne? Ich möchte das nicht feststecken. Gut, dann gehen wir hier jetzt wieder runter. Ich möchte mal eben versuchen, diesen Spiegel im Leuchtturm einzusetzen. Wahrscheinlich kommen wir da noch nicht groß weiter. Aber... Ja... Ja, wir müssen letztendlich wahrscheinlich echt den Vulkan zum Ausbruch bringen. So hört sich das jedenfalls an. Da wollte ich gar nicht hin, aber gut, da wollen wir gleich nochmal gucken. Nach unten muss ich, ne? Ja. Ich gehe nochmal zum Leuchtturm. Spiegel.
Der war kaputt. Und jetzt packen wir den neuen Spiegel da rein. Perfekt. Okay, wir haben jetzt wieder einen Spiegel. Jetzt brauchen wir aber noch eine Lampe. Dahin würde der Leuchtturm strahlen, wenn er Licht hätte. Bei all diesen zerbrochenen Fenstern ist es kein Wunder, dass das Licht ausgeblasen wurde. Genau, deswegen, wir brauchen unbedingt die Glühwürmchen hier. Da, diese Glühwürmchen. Und die kannst du nicht einfach so greifen, hast du gesagt, ne? Sie sind zu klein und zu schnell, um von mir mit der Hand eingefangen zu werden. Wir bräuchten irgendwie eine Art Netz. Oder vielleicht mit dem Regenschirm? Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Warum denn nicht? Wenn du den jetzt mal benutzt. Vielleicht verfängt sich ja ein Glühwürmchen da drin. Was bringt es, wenn er den Kurs aufspannt? Das verstehe ich noch nicht so hundertprozentig. Und damit auch nicht, ne? Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Ja, wir haben ja auch kein Netz oder so. Na gut, na gut. Mit Elaine können wir aktuell noch nichts machen, denke ich. Und hier ist auch sonst nichts. Außer wir könnten vielleicht was auf den Baumstumpf stellen, wo die dann vielleicht reingehen. Kann man die vielleicht anlocken? Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Irgendwas dahin packen? Den Kleber darauf schmieren? Der Kleber nützt hier nichts. Dass die da irgendwie festhängen. Ein Kissen zum Hinsetzen. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Okay. Ja, mehr fällt mir sonst auch nicht ein. Den Schirm mit dem Baumstumpf? Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Okay. Wir könnten nochmal zum Schiffswrack. Aber, ja, er will ja noch eine Art Thea haben. Da haben wir noch nichts, ne, in der Richtung. Die Rasierseife ist kein Thea. Ich glaube nicht, dass er die haben will. Probieren wir mal. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Okay. Also er will Thea. Ja. Windmühle. Wollen wir nochmal zum Friedhof? Vielleicht kommen wir jetzt hier irgendwie in die... Ja, wir müssten tot sein, hat er gesagt. Und wir können hier nirgends rein, ne? Sie ist verschlossen. Ja. Na gut. Ja, das ist ja die Gruft, die wir brauchen. Ne? Kann ich auch mal lesen. Aber das ist die Gruftmeistersuppe. Und da ist die Oma oder die Tante. Gruft der Meistersuppe-Familie. Ja. Da wollen wir rein. Sie ist verschlossen. Aber wir müssen tot sein. Toll. Hatten wir ein Rezept... Moment mal. Wir hatten vielleicht ein Rezept da drin, was uns totstellen lässt, oder? Warte mal. Kombiniere, mixen, für kurz grün. Irgendwas wird schläfrig, war doch dabei. Der Sumpfzombie. Vor einer Alkoholzone nicht gleichzeitig Alkohol einnehmen, erschwert die Bedienung von Rudermaschinen. Macht sehr schläfrig. Genau. Das ist es. Ich glaube, das... Ach so. Ach, da hat er uns ja den Rest von gegeben. Nicht zusammen mit Alkohol einnehmen. Ah, okay. Das heißt, wenn wir jetzt... Moment, ich will hier raus. Wenn wir das jetzt nehmen, wo ist denn unser Zeug, was er uns gegeben hat? Da. Rübefrei. Ah ja, ist klar. Das müssten wir jetzt irgendwie mit Alkohol kombinieren. Die Flasche ist verschlossen. Ja, dann öffne sie. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das hat sie geöffnet. Okay. Und jetzt das da rein? Das sieht nicht gerade verkatert aus. Ja, du solltest... Ja, ich will es ja schon selbst trinken, aber wir brauchen noch Alkohol dazu. Wir haben keinen Alkohol gerade. Aber wir können... Ach, Moment, wir können ja einen Drink bestellen. Wir können ja einen Drink bestellen. Und dann müssten wir schlafen und dann erklären sie uns vielleicht für tot... Und dann kommen wir vielleicht in die Gruft. Er hat gesagt, wir müssten schon tot sein, um da reinzukommen. Mal sehen. Ein Drink. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Was ist das jetzt für einer? Grog. Ja, den nehmen wir mal. Ach, Papa Pichu. Hier hast du deinen Becher zurück.
Notfalls. Ich mach das nochmal. Ich glaube, ich muss ich erst. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier, bitte, Junge. Ich muss erst rübefrei trinken, denke ich, und dann den. Jetzt trinken wir rübefrei. Trink. Ich habe keinen Kater. Ich fühle mich großartig. Trink das gefälligst. Das macht den Drink umso ansprechender. Genau, und jetzt trinkst du den. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Sehr Go. Schön. Hau rein. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Nö. Okay, hat geklappt. Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bart. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Mhm. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Aber der Typ. Hey! Ich bin nicht wirklich tot. Oh, ist das geil. Oh, hör auf damit. Okay, es geht weiter. Ja, schön. Aber was ich gerade eben sagen wollte, könnt ihr euch doch ganz am Anfang erinnern, was heißt ganz am Anfang, als wir die Voodoo-Lady getroffen haben und wir eine Nadel aus der Puppe am Boden rausgezogen haben. Da hat doch hier ein Typ aufgeschrien. Au! Ah, jetzt geht's mir aber besser. Das war der Totengräber, der in diesem Raum stand. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber in diesem Raum weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall der Totengräber. So, jetzt nehmen wir mal den Holzhammer. Achso, ja, benutzen, ne? Ich muss den Hammer mit etwas anderem benutzen. Dann bohren wir uns frei. Ganz schön scharf. Ja und? Er ist scharf. Ja, benutzt doch. Nein, ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Aber ich bin doch hier in dem Sarg drin, gehe ich mal ganz stark von aus, ne? Hä? Ah, in dem bin ich drin. Okay, in dem bin ich drin. Alles klar. Dann nehmen wir jetzt den Holzbohrer mit Sarg. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Dann komm, klopp dich raus. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Warum denn nicht? Sehr schön. Da sind wir wieder. Ach, geil. So. Huch. Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Oh Gott. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Ich hab ne Ahnung. Nein, Moment mal. Ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Ich hab ne Ahnung. Wenn das jetzt ein... Ich weiß es nicht, aber ich hab echt ne Ahnung. Ich will mal gucken, ob ich die Knochen hier noch nehmen kann. Nein. Ey, wenn das... Ey, komm, wir versuchen den jetzt zu öffnen. Ich hab so eine Ahnung. Mal gucken. Wenn das stimmt. Ich weiß es echt nicht mehr, aber... Na? Ich bin jetzt ganz gespannt. Komm, mach auf. Ja! Wow. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich! Guybrush Threepwood!
Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Welchen Griff? Oh, ich finde das so geil, dass wir Stan wieder getroffen haben. Ah! Aber ist das cool. Ist das cool. Als ich das Klopfen gehört habe, hatte ich so eine Vermutung. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich wusste, dass wir Stan irgendwie wieder treffen in diesem Spiel. Das hatte ich noch im Kopf. Aber ich wusste nicht mehr, welchen Zusammenhang. Und er wird jetzt anscheinend Versicherungsvertreter, wie es aussieht, okay? Können wir nochmal mit ihm schnacken? Ach, ich finde das cool. Auch seine Musik wieder. Herrlich. Ich glaube, ich brauche jetzt Versicherungsschutz. Warte eine Minute, Sohn. Gib mir eine Chance, mein Büro einzurichten. Und jetzt, ab mit dir. Okay. Und auch geil, dass seine Jacke wieder das Muster hat, das sich nicht mitbewegt. Das ist so super. Das ist echt so ein Running Gag, glaube ich. Herrlich. So, hier sind auch noch Särge. Können wir die auch mit dem... mit dem Meißel öffnen? Manche Dinge bleiben besser zugenagelt. Okay. Schädel, was sagen die aus? Unheimlicher Schädel. Okay. Skelettarm. Den haben wir zwei. Nimm mir mit. Ich habe schon einen schönen Skelettarm. Danke sehr. Okay. Ich dachte mir, dass sowas Tolles kommt. Hier ist ein Körper. Der Kerl war so fett, dass sein Sarg geplatzt ist. Natürlich. Ich brauche keine verfaulte Leiche. Okay, mehr. Ein riesiges Netz. Achso, das ist das Spinnennetz, ja. Ich frag mich, wo die Spinne ist, die dieses Netz gesponnen hat. Ich fürchte, es würde an meinen Händen kleben. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal raus. Stan will jetzt ja noch nicht mit uns schnacken, der will sein Büro einrichten. Okay, dann sind wir jetzt hier in der Gruft. Immerhin. Achso, wir sind aber in der falschen Gruft. Ach, scheiße. Nee, wir wollten doch zur Tante. Hier müssen wir doch rein. Sie ist verschlossen. Nee. Nein. Was ist denn laminierte Visitenkarte? Stans allgemeine, denn man kann jederzeit auf schreckliche Weise sterben. Sie ist sogar laminiert. Brauchen wir irgendwo was Laminiertes? Ich bin mir gerade nicht sicher. Können wir mit der Karte vielleicht die Gruft öffnen? Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkarte interessiert. nicht wirklich. Wer will denn was Laminiertes? Ich überlege gerade. Vielleicht können wir die Visitenkarte Haggis geben. Vielleicht können wir das rübelfrei als Teer verwenden. Also hier kommen wir gerade erstmal nicht weiter. Ich versuche das mal eben. Vielleicht hat Haggis Bock auf diesen Drink. Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Okay, war auch ein blöder Idee. Ein blöder Idee. Wo wollte ich jetzt hin? Wir könnten ihm zeigen, dass wir nicht mehr tot sind. Wir versuchen mal, unsere Visitenkarte loszuwerden. Na? Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet.
Gut, dann, ja, was können wir noch mit ihm bequatschen? Okay, nichts Neues. Ja, noch einen Drink brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Haben wir jetzt hier was Neues erfahren? Vielleicht kriegen wir die Tür mit einer Visitenkarte auf. Laminiert. Ich schätze, ich bin ein besserer Pirat, als ich dachte. Es klappt. Nee. Ha! Geil! Das war eigentlich wieder so ein idiotisches Ding. Ich dachte, ach komm, das würde ich dem Spiel zutrauen. Und es klappt. Ich glaub's ja nicht. Ha! Okay. Ich könnte jetzt fies sagen und sagen... Oh Gott, ich kann nicht reden. Ich könnte fies sein und sagen, dass wir uns hier erst im nächsten Part umgucken. Aber nein, wir gucken uns hier schon mal ein bisschen um. Nachttisch, den öffnen wir mal, oder? Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Aber er guckt nicht... Ach, Porzellan, wie schön. Es ist eine altmodische Wasserkaraffe. Aus Porzellan. Noch mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber? Den Kleiderschrank, können wir den öffnen? Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Aber das Bett vielleicht. Oh, da liegt einer. Ich komme nicht dran. Okay, ich muss das Bett beschweren, wie es aussieht. Was können wir da draufstellen? Den Hammer? Das Kissen? Was haben wir denn richtig Schweres dabei? Das Buch vielleicht? Die Enzyklopädie wird dabei nichts nützen. Ja. Einen probieren wir mal noch. Ich weiß noch nicht was. Wie haken wir das fest? Skelett. Wir müssen irgendwas mit dem Bett machen, damit es festhält. Feststecken ist ein bisschen schwierig, ne? Kleber, genau mit dem Kleber. Hammer, Meißel, Bohrer. Der Regenschirm? Nee. Was ist denn schwer genug? Ich wüsste gerade echt nicht was. Messbecher, Bohrer. Nee, der Schirm ist doch Quatsch eigentlich, oder? Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Das ist jetzt gerade nicht so einfach, ne? Ich werde nochmal am Bett ziehen. Können wir mit dem reden? Von hier aus. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Das Buch kann ich nicht einfach nehmen. Kann ich hier am Skelett ziehen? Ach, komm mal nicht dran. Ja, ich hab's ja begriffen. Okay, wir gucken uns das im nächsten Part, würde ich sagen, noch ein bisschen genauer an. Und hoffentlich haben wir da eine Lösung. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.